Heute ist es wieder soweit, Leute. Ich schaue eure Gameplays, ich lehne mich zurück und schaue mir nur an, wie schön ihr heute rapt. 640 Punkte pro Minute, Shepherdfeuer. Wir gehen sofort bei Shepherdfeuer rein. 3,22. 580 Punkte pro Minute. Okay, zeig mir, was du kannst. Shit, Digga, beruhig dich. Was geht ab bei dir? Der spielt aggressiv. Du scheinst wirklich ein aggressiver Spieler zu sein, was wieder krass ist. Hier ist der Erste, komm. Eins. Ah, er wurde auch ein bisschen nervös, wenn es zu voll wird. Ah, komm, Bro, komm, bleib aktiv. Ich hoffe, dass er das überlebt. Komm, jetzt ist er hinter allen. Komm, bleib ruhig. Eins, zwei, drei. C4-Alarm. Hast du es gezündet? Nein. Vier. Noch einer. Fünf. Let's go. Der nächste Orbi. Und Movement stimmt. Nice. Aber diese Gameplays sind einfach unterhaltsam, weil er pusht. Schaut euch das an. Ihn juckt es gar nicht. Er pusht rein. Genau so spiele ich auch, nur mit der VMP. Und genau sowas muss man hochladen, Bro. Er hat auch live im Gamertag, was bedeuten kann, dass er auch streamt. Und ich verstehe jetzt auch, warum das Gameplay ist ansehen. Ich bin richtig zufrieden mit dem Gameplay. Und boah, die Echse wurde ein bisschen gebodyshootet. Aber bis heute ist er der ansehnlichste Spieler, den wir haben. Er ist einfach ansehnlich, was du machst, Bro. Respekt. Und das Spiel geht 60-50 zu Ende. Wirklich. Applaus an dieser Stelle. Du warst bis heute der unterhaltsamste Teilnehmer, Shepherdfeuer. Ich glaube, ich add dich sogar. Lass mal zusammenspielen. Das scheint eine gute Kombination. Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Shappy. Willkommen bei mir auf dem Kanal. Gestern, ihr habt's alle mitbekommen, bin mir fast sicher, dass ihr es mitbekommen habt, war ja ein absolut heftiges Erdbeben. Ich habe sowas in meinem Leben nicht erwartet, ich habe sowas noch nicht gesehen und auch nicht erlebt. Ich bin so unglaublich stolz und glücklich und es hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wie groß diese Community immer noch ist und dass sie eben nicht inaktiv ist und dass die Leute mit uns zusammen, also mit Cham, an denen wirklich meine größten Liebesbekundungen rausgehen, wenn du heiraten möchtest. Ich bin zwar schon verheiratet, aber da lässt sich bestimmt noch was regeln. Wirklich cooles Video, dieses ganze Format von dir ist cool. Leute, vielen, vielen Dank für alles, für gestern, für die letzten Wochen. Ich habe mir so eine kleine, süße Community hier aufgebaut mit meinen Moderatoren zusammen und meinem Grafiker und mit allem drum und dran, die mir dabei helfen und mitdaddeln und mitzocken und mit mir schreien, lachen und das ist einfach cool. Wir müssen jetzt das Schönste daraus machen, bin ich der Meinung. Deswegen werde ich jetzt am Sonntag oder am nächsten Sonntag ein Turnier veranstalten. Das werde ich live für euch streamen. Schreibt mir nur bitte in die Kommentare, was für ein Turnier wollt ihr gerne haben, worauf habt ihr Bock? Nuketown-Turnier oder ein 4 gegen 4-Turnier oder Only-Sniper-FFA-Turnier, ist mir eigentlich völlig egal, worauf ihr Lust habt, ich mach das. Schreibt es gerne in die Kommentare, dass ich weiß, was so euer Meinungsbild zu dem Ganzen ist. Cham, ich habe gesehen, du möchtest gerne eine Runde mit mir spielen, können wir sehr, sehr gerne machen, habe ich jetzt kein großes Problem mit. Ich habe dir bei Instagram geschrieben, Leute, wenn ihr mal mit mir irgendwie quatschen wollt oder so, schreibt mir gerne bei Instagram, heiße ich auch Shepherdfeuer, ganz kreativ, oder bei Twitter einfach. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch die Links. Schreibt mal gerne, wenn ihr irgendwie mal abends gerade nichts zu tun habt, sobald ich die Zeit habe, schreibe ich sehr, sehr gerne zurück. Und wirklich vielen, vielen Dank nochmal für das Ganze. Ich habe wirklich jetzt die Hoffnung, dass euch das Video eben gefallen hat. Das ist ein absolutes Meisterwerk von meinem Grafiker. Bevor ihr fragt, ich war das nicht, ich habe das nicht zusammengestellt, ich bin dafür nicht fähig. Ich kann einen Controller in die Hand nehmen und kann ein bisschen springen und ein bisschen schießen und kann ein bisschen vorausdenken. Und da endet es dann meistens, was das angeht, auch schon. Also vielen, vielen Dank nochmal, Jürgen, an dich für die ganz, ganz tolle Arbeit.
Cem, wirklich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass dein Kanal weiterhin so wächst. Du hast es mehr als verdient. Während alle anderen auf Fortnite umswitchen, sagst du immer noch, Black Ops ist geil und macht dir am meisten Spaß. Ich bin wirklich sowas von überragt. Das ist so ein cooles Gefühl und das ist auch ein Stück weit Ehre, wenn man wirklich, ich sag mal, Vollblut-COD-Zocker ist und von Leuten wie Haptic dann irgendwie in dem Video erwähnt wird und wirklich positiv zum großen Teil. C4 habe ich übrigens jetzt komplett rausgenommen, extra für dich. Man muss ja nicht immer mit all so einem Kram spielen. Also wirklich, ich freue mich riesig und ich freue mich auf die nächsten Tage und Wochen. Ich habe noch ein paar Sachen in Planung, die werden bestimmt allen von euch gefallen. Wir müssen noch ein bisschen Zeit überbrücken, bis Black Ops 4 kommt. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das Community Reveal ist nächsten Monat vorbestellt. Habe ich Black Ops 4 schon. Wenn ihr es auch machen wollt, könnt ihr übrigens auch gerne machen. Unten bei mir in der Videobeschreibung. Das passt ja gerade. Könnt ihr es vorbestellen, würdet mich dabei sogar noch unterstützen. Ich weiß gar nicht, wann es geliefert wird, aber ihr werdet mit dem Vorverkauf oder der Vorbestellung von Black Ops 4 auch automatisch später Zugriff auf die Beta haben, was sehr, sehr geil ist. Also Leute, ich will jetzt nicht viel länger quatschen. Genießt den Abend. Wir werden morgen ab 18 Uhr streamen. Wer Bock hat mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Wer mich jetzt bisher noch nicht wirklich kennengelernt hat, wird das dann morgen mit Sicherheit machen. Bei uns im Stream läuft es eigentlich sehr entspannt ab. Es wird geschrien, es wird geheult, es wird gefreut. Es ist einfach ein angenehmes Miteinander. Ich sage immer eine kleine Family und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Macht euch einen schönen Abend. Lasst gerne ein Like da. Haut mir in die Kommentare, was für ein Turnier ihr wollt und wir sehen uns morgen.